mein eigener Held. Viel zu lange habe ich gewartet auf die besseren Zeiten. Auf den Tag, der so nicht kommen wird, wenn die Menschen weiter streiten. Seit ich denken kann, habe ich gehofft auf den einen Erlöser, der Gerechtigkeit walten lässt. Doch die Welt wird immer böser. Den Traum vom Paradies für alle hier auf unserem Planeten teilte ich schon ewig mit so manchen Propheten. Viel zu lang bin ich im Außen mit der träumenden Masse mitgeschwommen, bis ich aus der Illusion erwachte und verstand, es wird niemand kommen. Als ich erkannte, was hier schief läuft, wurde mir schlagartig klar: Der Erlöser, auf den ich warte, ist schon die ganze Zeit da. Auf der Reise tief ins Innere meiner eigenen Dunkelheit ist mir dieser Retter begegnet und sagte: Es wird Zeit, ich bin bereit. Vom Opfer wurde ich zum Schöpfer und erkannte meine wahre Kraft. Mutig folge ich nun meinem Herzen, weil die Liebe das Unmögliche schafft. Verbreite mein inneres Licht in der vom Grau überdeckten Welt, um anderen Seelen zu leuchten, denn ich bin jetzt mein eigener Held. All das Warten auf den Retter war nicht umsonst und hatte einen Sinn, jenen, dass ich auf dieser Erkenntnisreise bei mir selbst angekommen bin. Auch tief in dir steckt dieser Held. Weck ihn auf, reich mir deine Hand. Zusammen werden wir den Wandel herbeiführen, in unserer Heimat, in unserem geliebten Land. Als erschaffende Heldengemeinschaft verändern wir die ganze Welt. Denn in jedem von uns wohnt sein ganz besonderer Superheld.